Hi Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Ich zeige euch heute, wie ihr hier den alten König tötet. Mit so einem kleinen Bug, den ihr hier anwenden könnt. Ein kleiner Trick. So könnt ihr euch gleich am Anfang seine Rüstung und das Demonbrandt Schwert holen. Ich zeige euch jetzt kurz, wie das geht. Bin jetzt hier schon ein New Game Plus, das heißt, wenn der mich trifft, ist es fast vorbei. Wichtig ist, dass ihr keine Waffe dran habt und dann lockt ihr den Kollegen bis hier rüber. Und hier am besten vorher in dem Raum alle Gegenstände kaputt machen. Dann kommt er nämlich euch hinterher. Und dann lockt ihr ihn bis hier drüben. Und ab hier, ab dem Torbogen, hört er auf, euch zu schlagen. Weil er dann eigentlich nur noch zurück will. Ja, er geht jetzt schon zurück, muss ich wieder ein bisschen locken. So, hier schlägt er noch. Na komm schon. Jetzt geht er wieder zurück. So noch ein bisschen rüber locken. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr den da durch das Tor boxt. Besten dazu anvisieren. Aber er schlägt jetzt nicht mehr. Ja, das ist am Anfang immer ein bisschen tricky. Jetzt habe ich ihn. Genau. Und dann hauen wir den hinten zur Kante. Müsst ihr nur aufpassen, dass der hier nicht mehr weggeht. Und jetzt bewegt ihr den quasi Schritt für Schritt hinten zum Abgrund. Das dauert jetzt hier einige Weile. Auch so ungefähr 10 Minuten braucht man da schon, bis er da hinten ist. Wenn man nicht mehr wieder verliert. Er will halt immer wieder zurück zu seiner Burg. Das müsst ihr quasi verhindern. Denn immer wieder hier blocken. Das klappt jetzt hier gerade nicht so gut. Ah, komm. Nice.
Das hat sich echt lästig. Ja. Nice.
Thank you.
USA. Und da ist er unten, der kleine Kollege. Durch die Wand geboxt. Und wichtig ist natürlich dann, dass ihr hier runterlauft und euch noch seine Sachen abholt, die jetzt hier so ein bisschen backen. Panzerhandschuh des Königs, Beinschienenring, ewigen Königs und so weiter und so fort. Da kriegt ihr schon mal eine richtig gute Rüstung. Und natürlich könnt ihr dann wieder zurückholen und euch das Schwert aus dem Stein holen. Das machen wir jetzt auch noch gerade. Ordentlich Punkte gibt es auch, wobei New Game Plus jetzt nicht so viel. Aber das ist schon ganz okay. Jetzt laufen wir hier zurück. Wie gesagt, bei mir hat das ungefähr 15 Minuten gedauert. Ja, und dann muss man ein bisschen Geduld haben. Aber dann wird man auch echt gut dafür belohnt. Von daher ist es schon okay. Jetzt kaufen wir nochmal schnell hier rein. Ah, hier ist noch die alte Seele von uns. Jetzt haben wir nochmal 9000. Und hier können wir jetzt auch das Schwert rausholen. Und dann haben wir auch das Schwert Demonbrandt. So, hier hinten gibt es nichts mehr. Ja, Freunde, das war's auch schon. So macht ihr den alten König ganz am Anfang, wie ihr den Mausoleums Schlüssel bekommt, wie ich euch hier bereits gesagt. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei bei dieser Technik. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Geduld, aber man wird dafür auch echt gut belohnt und hat so für den Start schon mal ein echt gutes Equip. So mit dem Schwert und der Rüstung, und das passt echt ganz gut. Also von daher, Leute, nicht aufgeben. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Game und hinterlasst gern ein Like oder ein Abo. Würde mich freuen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.